Herzlich willkommen hier zurück auf dem Veganization-Kanal. Es geht heute mal wieder um vegane Supplements. Wie ich euch ja vor kurzem erzählt habe, gibt es ja jetzt im Veganization-Webshop eine ganz tolle Kategorie mit veganen Supplements, also vegane Nahrungsergänzungsmittel für Kraftsport, Bodybuilding, Fitness, Ausdauersport, ganz gleich, wo ihr euch sportlich betätigt. Und das Tolle ist, es sind wirklich alles Produkte, die bedenkenlos von Veganen verwendet werden können. Sei es, dass die Kapseln nicht aus Gelatine bestehen, dass keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind. Kurz gesagt einfach, wo ihr ganz frei auswählen könnt. Da gibt es Proteinpulver wie Reisprotein, es gibt Kreatin, es gibt Aminosäuren und dazu zählt auch L-Glutamin oder Glutamin auch, also oder auch als Glutamin bekannt. Diesmal aus der American Subs Linie. Und Glutamin ist eine ganz wichtige Aminosäure, die halt gerne im Kraftsport eingesetzt wird, aber auch im Ausdauersport. Im Prinzip immer dann, wenn die Muskeln halt in einer gewissen Weise aufgebaut werden müssen oder halt einfach gestärkt unterstützt werden müssen. Glutamin ist eine sogenannte semi-essentielle Aminosäure. Das heißt, sie wird erst unter bestimmten Voraussetzungen essentiell, also benötigt, dass man sie von außen zufüllt. Der Körper bildet sie selber, er bildet sie auch in einem hohen Anteil. Also Glutamin ist auch die am meisten vorkommende freie Aminosäure im Körper. Aber, jetzt kommt das große Aber, wird auch am meisten benötigt. Und Glutamin übernimmt verschiedene Aufgaben. Unter anderem ist es auch zur Stärkung des Immunsystems wird sie benötigt, der Blutbildung, Aufbau, Erhalt der Zellmembran, also dieser Haut um die Zellen. Aber ganz wichtig halt auch für die sogenannte Proteinbiosynthese oder auf Deutsch ganz einfach gesagt für den Muskelaufbau. Hier übernimmt Glutamin eine unheimlich wichtige Rolle, weil sie einfach dafür halt in großem Maß benötigt wird. Seid ihr jetzt oder versetzt ihr euch selbst in Stress? Das kann alles Mögliche sein. Krankheiten, Schlafmangel, alles im Prinzip, was den Körper unter Stress versetzt. Sei es zu viel Alkohol, Dauerstress, dazu zählt auch intensives Workout. Ja? Wer, wie wir halt, oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist ja so 3 bis 4 Mal die Woche Kraft, dazu kommen morgens noch die Laufeinheiten. Das ist zwar im ersten Moment ist es eine ganz feine Sache, aber letztendlich dürft ihr nicht vergessen, wir bewegen uns ja schon fast so im bisschen so im Leistungssportbereich. Das kann auch schon mal mitunter zu Stress führen für den Körper. Und auch da ist die Glutaminversorgung muss etwas höher sein. Jetzt müsst ihr bedenken, dass wenn ihr in einer intensiven Sporteinheit seid, kann es sein, dass euer Glutaminspiegel so stark abfällt, dass es wirklich etwas dauert, bis er wieder ansteigt. Ist es dermaßen gestört, dieses Verhältnis, kann das sogar eine sehr lange Zeit sein. Daher ist eine Glutaminversorgung immer sehr wichtig, vor dem Training oder nach dem Training. In diesem Fall nehmt ihr einfach ganz normal einen Messlöffel, einen Scoop, mischt den mit einem Glas Wasser, steht hier immer drauf, 300 Milliliter, seid nicht päpstlicher als der Papst, 250 bis 300 Milliliter und gut ist. Was ist noch zu sagen? Ja, pro Scoop habt ihr direkt 20.000 Milligramm Glutamin, also pro Portion. Es ist 100% veganfreundlich und ja, wieder ein ganz, ganz tolles Produkt für vegane Sportler. Ne? Also meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Schreibt was in die Kommentare, wieder Nettes. Ihr seid da ja sehr fleißig in der letzten Zeit, was ich persönlich natürlich sehr schön finde, weil ich habe ja längere Zeit hier nichts mehr gemacht. Und ja, ich freue mich einfach, dass es so gut angenommen wird von euch. Und sagt dann mal bis bald. Ciao.